Hallo zusammen, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Yehoshua Mashiach, unser Herr und unser Elohim, und die Wahrheit aus seinem Wort. Halleluja. Die Bibel sagt also, dass wer die Wahrheit erfährt, die Wahrheit wird ihm frei machen. Halleluja. So, bevor ich also in dem Thema heute eingehe, möchte ich mein Herr und mein Elohim, mein Gott, danken. Joshua Mashiach, danke für diesen Moment. Führe mich, leite mich, Joshua, und leg deine Wörter in meinen Mund, Herr. Ich danke dir, Joshua Mashiach. Amen. So, liebe Geschwister, die letzten Zeiten, also zeigt mir dem Herrn, also das Wichtigste in dem Evangelium. Weil wenn wir also die Gemeinde, also die Christen heutzutage sehen, dann fragt man sich überhaupt, also was wirklich das Evangelium ist. Ja, das Evangelium, also man sagt, das ist also die frohe Botschaft. Frohe Botschaft, also das Joshua, Jesus Christus, also für uns auf die Erde gekommen ist und für unsere Sünde gestorben ist. Und wer an sein Wort glaubt, also wer an Joshua Mashiach glaubt, also der wird gerettet. Halleluja. Aber man sieht also, dass viele Leute also bekennen sich also als Christ. Und ich hatte schon mal also eine Lehre über Christsein gegeben. Also dass Christ, also ein Christ bedeutet also jemand, der Yehoshua Mashiach folgt. Aber ihr könnt also alle mit mir bezeugen, also dass die christliche Gemeinde heutzutage also ziemlich krank ist, dass man also diese Christentum, also wie die Bibel es zeigt, also nicht mehr, also nicht so zu sehen ist. Also man wird also von Christen gesagt, ja, man sieht also diese riesige Gebäude, Kirchengebäude, also wo die Leute sich versammelt und diese Treffen am Sonntag und. Aber das ist nicht das Wichtigste, also im Evangelium. Und ich möchte also heute mit euch also etwas teilen, also dass wir in den Wort Yeshua Mashiach, in Wort Gottes also eingehen und Schritt für Schritt mal verstehen, also was der Herr zu sagen, also uns sagen will. Also vor ein paar Monate, so, glaube ich, so vielleicht vor 2 Monaten ungefähr, hatte dem Herrn also ein Wort, also mir ein Wort gegeben und mich ein Wort gegeben und es hatte mich also richtig getroffen, dass ich unbedingt also Buße tun musste. Also der Herr zeigte mir, dass ich zuerst also sein Diener bin, bevor ich, also vor, wie soll ich das sagen? Also ich bin erstmal sein Diener und also vor mein Beruf, also mein Arbeit, also was ich beruflich tue. Ich will das nicht unbedingt sagen. Also es ist wie zum Beispiel, wenn jemand arbeitet also als Lehrer in der Schule oder als Arzt im Krankenhaus oder irgendwo als Verkäufer. Also, und der Herr zeigte mir also, dass wir, die Christen, wir, die Leute, also die ihm folgen, die für ihn leben wollen, dass wir zuerst seine Diener sind, bevor wir unseren Beruf also ausüben. Halleluja. Und es hatte mich also richtig berührt, weil ich
daran, also ich hatte sofort was erkannt, also was der Herr sagen wollte. Es ist, liebe Geschwister, diese Eifer, die wir für den wir also für unsere Arbeit haben, wie wir uns das so hingeben, also für unseren Beruf, für unsere Arbeit, also wir stehen auf, also in der Früh, wir bereiten uns also so richtig, wir denken, wir arbeiten hart, also weil wir eine Belohnung, also am Ende des Monats, also kriegen werden, also unser Einkommen, das ist gut, ja? Also nicht, dass es, versteht mich bitte nicht falsch, es ist gut, aber der Herr zeigte mir also, dass tief, tief, tief in uns, also tief, tief in uns, also sind wir bereit, also diese Dinge, also unser Beruf, also so, wir geben uns also richtig stark für unseren Beruf hin, aber für das Evangelium, also für sein Werk, also für das Wort, also für unsere Berufung als Kinder des Herrn, das ist nicht der Fall. Und das muss komplett, also tief in uns verändert werden. Dieser Eifer für den Wort des Herrn, also für das Wort des Herrn, also für diese Berufung, also was der Herr von uns verlangt, es muss also tief, tief und tiefer reingehen. Halleluja. Die Bibel, also ich sagte, also an dem Tag hatte ich also Buße getan. Und die Bibel sagt uns also, was genau Buße ist. Also das werden wir gleich in der Bibel lesen, durch also eine Geschichte, was ich also gelesen hatte. Und in diesem Text also kann man wirklich viel und viel lernen. Halleluja. Viel lernen, also was der Herr uns also da drin sagen will. Halleluja. Also das heißt also, mein Bruder, meine Schwester, also das musst du erstmal, das musst du verstehen. Du bist also auf dieser Erde, also du lebst, weil Jehoshua Mashiach, unser Herr, unser Gott, es einfach will. Es ist seine Wille, dass du lebst. Und warum? Warum leben wir also? Wir leben, damit wir sein Wort tun, damit also wir sollen also für ihn leben. Aber was legen wir also als Erste bei uns, also als erste Stelle? Das ist unsere Arbeit, also alles, was wir da tun. Wir haben so viele Aktivitäten, aber der Herr sagt, hey, ich soll also als Erste sein. Ich bin der Erste. Also das heißt, wie du dort, also wo du arbeitest, alles, was du tust, also ist, wie sagt man das, also alles, was du tust, reflektiert einfach deine Beziehung also mit dem Herrn Joshua Mashiach. Halleluja. Deswegen sagt die Bibel, also man erkennt einen Baum durch seine Früchte. Also die Früchte in unser Leben, die Früchte also des Evangeliums, die Früchte von unserer Beziehung also mit dem Herrn, wird also von den Menschen, von unserer Umgebung, von den Leuten einfach erkannt. Halleluja. Und so werden die Menschen, unsere Mitmenschen einfach unser Herr und unser Gott preisen. Halleluja. So, gehen wir also in der Bibel, in Lukas Kapitel 1, nee, Lukas Kapitel, was sage ich, Lukas Kapitel 3. Wir werden mal also das Leben von also ein Predigt oder von einem Prophet in der Bibel. Er heißt Johannes der Täufer. So, also ich bin in Elberfelder ab Vers 1. Lesen wir einfach. Es ist so interessant, also was da läuft. Also ab Vers 1. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes vier Fürst, das ist also Tetrarch, genau, vier Fürst von Galiläa und sein Bruder Philippus
Ort Vierfürst war, also von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene unter dem Hohepriester Hannas und Kaiphas geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Halleluja. Vers 3. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Halleluja. Also hier können machen wir mal so eine kurze Pause. Johannes hatte die Taufe der Buße gepredigt zur Vergebung der Sünde. Halleluja. Er muss also verstehen, also die Taufe hier, es gibt schon so eine Lehre über die Taufe, also auf unserer Internetseite, also zurück zum Wort, zurück zum Wort.org, also die Taufe. Also dort haben wir das also ganz ausführlich also erklärt, was die Taufe ist. Also hier, dieser Begriff, also Taufe, heißt auf Griechisch Baptizo. Und Baptizo heißt einfach eintauchen. Es hat überhaupt nicht also mit dieser Taufe, also was man sieht, also wo Wasser auf den Stirn oder auf den Kopf ein bisschen, ein paar Tröpfchen, also auf den Kopf. Nein, nein, nein. Hier geht es um, da steht also dieser Begriff Taufe heißt einfach eintauchen. Also auf Englisch Immersion oder vielleicht auch, wenn ihr wollt, können wir das direkt in der BIM auch mal sehen. Der BIM, also auf dieser Seite, wo das ist, predigte die Taufe, also Baptiso da Baptisma, also sowas. Baptisma, genau, Baptisma oder Baptiso, das steht hier auf Englisch Immersion, Submersion, also Immersion, das ist einfach eintauchen, also so auf Deutsch. Halleluja. Also, das heißt also, da wird man also in Wasser eingetaucht. Also ja, es gibt viele Diskussionen über die Taufe hier. Das wird also immer falsch verstanden. Aber so wurden die Leute getauft. Und bitte, keine Babys. Die Babys wurden nicht hier getauft. Also weil die Babys können nicht mal also Buße tun. Hier steht also Taufe der Buße zu Vergebung der Sünden. Also Sünde muss man also selber seine Sünde bekennen. Halleluja. Also deswegen diese sogenannte Kirche, die Kinder so tauft, es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Also Taufe gehört zu den Leuten, also die Leute, die sich erstmal, die müssen sich also bekennen als Sünder. Wie zum Beispiel dieser Begriff hier, also Buße. Buße heißt einfach, Buße ist also sowas wie, auf Griechisch heißt das also Metanoia. Metanoia, der Begriff Metanoia heißt einfach, das ist also seine Gesinnung ändern. Das heißt, deine Mentalität, deine Gesinnung wird geändert. Also wenn du in der Sünde lebst, also du weißt, also dass du in der Sünde lebst und dann passiert etwas. Du hörst das Wort des Herrn, du hörst das Wort des Herrn, also die Bibel sagt, also du wirst überzeugt, also von der, also nicht überzeugt, aber da gibt es sowas wie eine Sündenüberführung. Also der Heilige Geist, also zeigt dir also deine Sünde, dein Zustand und du erkennst das. Du erkennst und dann sagst du, ups, ich brauche den Retter. Ich bin ein Sünder. Die Bibel sagt also, das ist, du wirst von der Sünde, du wirst überzeugt von deiner Sünde, eine Sündenüberzeugung oder Überführung. Halleluja. Das ist es. Das ist also, es gibt also Etappen in der also in Buße. Also die erste Etappe, also du hörst das Wort. Du hörst das Wort und das Wort des Herrn durch den Heiligen Geist wirst du
von der Sünde überführt, also überzeugt, dass du ein Sünder bist. Und so kannst du, und die Bibel nennt das also das Bekenntnis, du bekennst, dass du ein Sünder bist. Das heißt, du machst deinen Mund auf und bekennst und sagst, Herr, ich bin ein Sünder. Bitte vergib mir. Halleluja. Wie die Bibel sagt, also in 1. Johannes, Kapitel 1, also Vers 9, also wer seine Sünde bekennt, also der Herr wird ihm retten, oder also wer Buße tut, also der Herr wird ihn vergeben. Halleluja. Und es gibt auch einen schönen Vers in Sprüche, also 28. Ah, muss ich das lesen? Oder ja, geht. Lesen wir das. Also in Sprüche 28, glaube schon, Sprüche 28, also Vers 13. Sprüche 28, Vers 13, da steht, also, wer das Wort verachtet, bei dem wird, Sprüche 28, Sprüche 28, nochmal, Sprüche 28, also, 28, wo ist das? Da, genau. Halleluja. So, Sprüche 28, Vers 3, genau, 13. Wer seine Verbrechen oder seine Sünden zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Halleluja. Also, man muss also seine Sünde bekennen. Bekennen. Weil heutzutage, also gibt's Leute, die werden also als Christ bezeichnen, also weil sie in eine christliche Familie geboren sind oder in ein christliches Land, sogenannte christliche Länder, wie in Bayern zum Beispiel, also viele Leute bekennen sich also als Christen hier. Aber die haben nie ihre Sünden, kein Bekenntnis von ihrer Sünde gegeben. Gar nichts. Die Bibel sagt also Buße tun. Buße ist also so ein, es ist nicht nur also für die Leute, die kein Christ sind. Also sogar die Christen müssen auch immer wieder Buße tun, weil wir in der Sünde leben. Der Herr hat uns also von der Sünde befreit, aber da wir also immer noch in diesem Fleisch also leben, es passiert also, dass wir Fehler, dass wir in der Sünde fallen und wir müssen sofort zum Herrn schreien. Halleluja. Also, zurück in, also zu Lukas, Kapitel 3. Lukas, Kapitel 3. Also, ich war und er kam. Also, genau. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünde. Das ist ganz klar hier. Das heißt, die Leute kamen und hatten ihre Sünden bekannt und dann haben sie gesagt, Herr, bitte vergib mir. Vergib mir. Also, das heißt, also die Etappen also von der Buße, also erstmal, man wird also von der Sünde überführt, also überzeugt also von der Sünde, man bekennt seine Sünde und da gibt's auch noch Etappen, also wo man muss also die Sünde einfach loslassen. Halleluja. Das Böse, das Böse, also die Werken des Böses loslassen. Man kann doch nicht sagen, okay, ich habe Buße getan, Herr, bitte vergib mir. Man bekennt seine Sünde und lebt weiter in der Sünde. Tut weiter die Sünde. Also die Bibel sagt, dass wer die Sünde praktiziert, wer noch in der Sünde lebt, er gehört nicht Gott, er gehört dem Teufel. Das ist gefährlich. Du kannst doch nicht sagen, ich habe Buße getan. Nee, Buße, wie ich vorher gesagt hatte, Buße hat auch mit, Buße auf Griechisch, das ist Metanoia. Dieser Begriff Metanoia ist also Änderung der Gesinnung. Halleluja. Deine Gesinnung ändert sich, also deine Mentalität
da, es passiert was im, bei dir, in deinem Geist, in, wie du die Sachen siehst. Halleluja. Und das ist es. So, jetzt mache ich also die Klammer zu hier. Taufe und Buße. Jetzt sind wir alle bei sich, also wir wissen jetzt, also was die Taufe ist und was Buße hier ist. Also in Vers 4, wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas, des Propheten, also das ist Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, mag seines, seine Pfades gerade. Jedes Tal wird ausgeführt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme wird zum geraden Weg in die holprigen zu ebenen Wegen werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Halleluja. Also, wie es hier steht, Jesaja hatte das schon also prophezeit. Er hatte prophezeit, also das sieht man also in Jesaja Kapitel 40. Er sagt also, dass jemand kommen wird, also eine Stimme aus der in der Wüste wird den Weg des Herrn vorbereiten. Halleluja. Und man sagt, deswegen sagt er, also fragten also die Jünger, warum sagen die Schriftgelehrten also dass Elia kommen wird. Also das ist also eine andere Lehre, da gibt es also wirklich viel zu lernen, also diesen Weg vorzubereiten. Aber die Stimme eines Rufendes, das ist also das ist, was Johannes getan hatte. Er hat diesen Weg vorbereitet. Und hier, wenn wir das lesen, er sagt, bereite den Weg des Herrn, mag seine Pfade gerade. Das heißt, mag seinen Weg gerade. Also gerade hier hat also immer mit der Wahrheit zu tun, dass man die Wahrheit sagt, dass man also gerade geht. Und da steht also, jedes Tal wird ausgefüllt. Also das sind, wenn es Löcher gibt, also wenn was gibt, also das wird einfach ausgefüllt. Halleluja. Und den Weg also wird gerade gemacht. Das heißt also, es wird also eine Reparation, also repariert wird das gemacht. Halleluja. Und da steht also, und jede Berg und Hügel erniedrigt werden. Also das hat also mit Demut zu tun. Also alle, die so hochmutig sind, die kein Demut zeigen, also durch das Wort des Herrn, durch das Evangelium, werden sie einfach erniedrigt. Die werden also runtergehen, runter von ihrer Höhestelle. Halleluja. Und das Krumme wird zum geraden Weg in die holprigen, zu ebenen Wegen werden. Das heißt, die Reparatur. Also deswegen steht also in der Bibel, also in Ezekiel, also da gibt's aber eine Prophezeiung, dass die Pastoren, also die Leute, die das Wort predigen, also die kümmern sich um die Menschen, die Kranken, die müssen also die Kranken heilen, alle die eine Verletzung hatten und der Herr sagt sogar, ihr habt das nicht getan, ihr habt euch also nicht um meine Leute gekümmert, die Kranken habt ihr nicht da, ihr habt nichts gemacht und so weiter. Halleluja. Und daran, und da steht, und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Das ist diesen Weg also vorbereiten. Und er hatte diese Berufung, den Weg des Herrn vorzubereiten, damit die Menschen erkennen, wer Joshua Mashiach ist, wer Gott ist. Halleluja. Und wir Kinder des Herrn, wir Christen heutzutage, wir haben auch diese Berufung, diesen Weg also vorzubereiten. Halleluja. Weil die Prophezeiung sagt also in Malachia Kapitel 3, dass Elia kommen wird. Und er wird also mit dem Geist, also dieser Geist des Herrn, also er wird den Weg also vorbereiten. Halleluja. Und dieser Geist ist einfach der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist. Also Petrus sagt das also auch in der Bibel, dass die Propheten, die hatten den Geist des Herrn. Halleluja. Oh, es gibt wahnsinnig viel hier zu sagen, liebe Geschwister. Aber gehen wir weiter.
Er sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden. Otenbrut! Was für eine Beleidigung! Wahnsinn! Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Also sprichst du den Leuten, die kamen. Die Leute, die kamen also sich also taufen zu lassen und auch ihre Sünde zu bekennen oder Buße zu tun. Aber entscheidend in Vers 8 sagt also Johannes hier, bringt nun der Buße würdige Früchte. Das heißt, ihr muss Früchte eure Buße, man muss das also erkennen, dass jemand Buße getan hat. Das hatte ich also vorher gesagt, lieber Geschwister. Die Sünde loslassen. Wie kann man also Buße tun und trotzdem noch in der Sünde bleiben? Die Sünde weiter tun. Die Sünde weiter praktizieren. Das, die Bibel nennt das Heuchelei. Heuchelei. Vers 8 hier weiter. Und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zu Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Also, lieber Geschwister, da müssen wir so richtig, richtig, also, wir müssen aufpassen. Unser Herr ist ein Gott der Gnade. Aber er ist auch ein gerechter Gott. Wer sein Wort nicht folgt, wer ungehorsam ist, kann was erleben. Und deswegen steht also in Vers 9, schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Wir müssen aufpassen, liebe Geschwister. Es ist kein Spaß. Ja, Halleluja, ich bin Christ geworden. Hey, wir müssen im Wort bleiben. Buße zu tun, da braucht man Yeshua Mashiach. Ohne seine Kraft, ohne seinen Geist, ohne ihn können wir nichts tun, sagt er uns also in Johannes Kapitel 15. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Lieber Geschwister, Yeshua, sein Wort sagt uns hier, wir müssen würdige Früchte von unserer Buße bringen. Bringt nun der Buße würdige Früchte. Und deswegen sagt die Bibel, man erkennt einen Baum an seine Früchte. Was sind überhaupt die Früchte von deinem Heil? Was sind die Früchte von deiner Buße, von deinem Bekenntnis als Christ? Wo sind die Früchte? Die Menschen, deine Mitmenschen, die Leute sollen erkennen durch dein Verhalten, wie du in deiner Familie, wie deine Kollegen, alle die müssten erkennen, dass Yeshua Mashiach bei dir ist. Wo sind die Früchte? Du hast Buße getan. Du hast dich also, ich sagte, ja, Joshua, ich will dir also folgen und. Wo sind die Früchte? Und er sagte, ja, schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Das heißt also, wenn ein Baum keine gute Früchte bringt, es wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Lieber Geschwister, die Heuchelei. Man kann sich also vor den Menschen verstecken. Aber vor Yeshua Mashiach, von unserem Gott, wir können uns nicht verstecken. Wir können manchmal also tun, nur so tun, also dass wir Christen sind, also dass wir ihm folgen und. Aber Yeshua kennt uns. Halleluja. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, also was mich also so berührt hatte. Es hatte mich so berührt, also als ich das gelesen hatte und ich war, wow, Yeshua Mashiach, dein Wort ist wunderbar. Also die Volksmenge, die Menschen, die da waren, also die diese Predigt also gehört hatten, wie Johannes gepredigt hat, die haben, und Vers 10, da steht, und die Volksmengen fragten ihn und sprachen,
Was sollen wir denn tun? Könnt ihr euch also erinnern in Apostelgeschichte Kapitel 2? Gehen wir mal so. Dann komme ich da so zurück. Apostelgeschichte Kapitel 2, das ist diese lange Predigt also von Petrus in Vers 8. Also diese Predigt von Petrus, ab Vers 37. Er hatte gepredigt, er hatte gesagt, ja, Jesus wurde gekreuzigt und. Und da steht also Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durch Herz. Das heißt, diese Worte sind also ins Herz reingegangen, wie die Bibel sagt. Also das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es teilt einfach die Gedanken, also es teilt also unsere Seele von unserem Geist. Halleluja. Drang es ihnen durch Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Brüder? Was sollen wir tun? Die gleiche Frage haben auch die Leute an also Johannes also gestellt. Was sollen wir tun? Da sieht man also sofort, dass der Geist Gottes der Geist Gottes also hatte durch Johannes gewirkt und genauso durch Petrus hier gewirkt, genau das Gleiche. Die wurden von der Sünde überführt und überzeugt von ihrer Sünde. Vers 38, Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich, was? Taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden auch. Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Joshua Mashiach, du bist so wunderbar. Petrus, sein Predigt. Oh, nein. Er sagte, tut Buße. Und es ist genau, was Johannes gepredigt hatte. Buße. Endet eure Gesinnung. Das ist also, was er sagen wollte. Endet einfach die Art und Weise, wie ihr lebt. Halleluja. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Halleluja. Oh mein Gott. Oh, Joshua Mashiach. Gehen wir zurück, also zu Kapitel 3. Oh, Halleluja, Halleluja. Also, wir waren also im Vers 10. Und die Volksmengen fragten ihn und sprachen, was sollen wir denn tun? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, lieber Geschwister, hört zu. Hört bitte zu, was unser Herr hier uns sagt. Hört bitte zu. Es ist so wichtig. Es hat mich, ich war, als ich das gelesen hatte, ich war, wow. Und die Volksmenge fragten ihn und sprachen, was sollen wir denn tun? Nicht vergessen, dass er schon also von Buße gepredigt hatte. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Unterkleider hat, gebe dem ab, der keins hat. Und wer Speise hat, tu ebenso. Oh, Joshua Mashiach. Ich hatte letztes Mal also über die Liebe gepredigt, also dass die Liebe ist nicht nur durch Worte. Der Herr sagte uns also, die Liebe müssen wir also nicht nur durch Worte, sondern in Taten und in Wahrheit. Und da predigte Johannes, er sagte die Leute, hey, hallo Leute,
Wer zwei Unterkleider hat, gebe dem ab, der keins hat. Und wer Speise hat, tu ebenso. Könnt ihr euch vorstellen? Da zeigte Johannes die Leute, dass sie die Liebe der Nächste einfach zeigen, in Taten und in Wahrheit zeigen sollten. Halleluja! Halleluja! Als Erste, du sollst deine Mitmenschen lieben. Du sollst deine Nächste lieben. Und das ist auch Teil von dieser Gebote von Joshua Maschia. Du sollst deinen Herrn vom ganzen Herz, von ganzen Kraft also lieben und deinen Nächsten lieben. Halleluja. Und das ist genau, was Johannes der Täufer auch hier gepredigt hatte. Und guck mal, also was er sagt. Und Vers 12. Es kamen aber Zöllner, um getauft zu werden. Und sie sprachen zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Vergiss nicht, diese Zöllner, das sind ihre Beruf, ihre Arbeit. Du bist vielleicht Ingenieur, Arzt oder Polizist oder keine Ahnung, Verkäufer irgendwo. Diese Leute als Zöllner, die kamen und sagten, um getauft zu werden, und sie sprachen zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Vers 13, er aber sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Das heißt, die müssten in ihrer Arbeit gerecht sein. Das Wort in ihrer Arbeit tun. Das heißt, die müssen erstmal allererste unser Herr Joshua Mashiach, unser Gott dienen. Durch ihre Arbeit dem Herrn dienen. Gerecht sein. Lieber Geschwister, versteht ihr das? Dass wir sind erstmal Diener des Herrn. Diener des Herrn, also das heißt in unserer Berufung, in unserer Arbeit, in unserer, überall wo wir sind, als Väter, als Mütter oder als, keine Ahnung, dienen wir unser Herr Joshua Mashiach. Vers 14, es fragten ihn aber auch Soldaten und sprachen, und wir, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt und erpresst niemand und begnügt euch mit euren Sold. Hallo, ich hatte doch gesagt, hey, das Wichtigste des Evangeliums, was unser Herr von uns verlangt, ist, dass wir ihn dienen. Dass wir Joshua Mashiach dienen. Überall, wo wir sind. Halleluja. Halleluja. Dass wir an die Armen denken, die keins haben. Wenn wir Speise haben, wir sollen das auch ebenso tun. Verteilen. Glaubst du, du bist, die Christen heutzutage, die denken, okay, ja, ich bin ein Christ, ich wurde berufen, also zu predigen, Lehrer, ich muss also immer einen Stift nehmen und vor Tafel, also die Leute unbedingt lehren, ich werde also ein Pastor oder ein Prophet oder keine Ahnung, aber das ist nicht das Wichtigste. Der Herr will, dass wir die Menschen, dass wir ihm dienen und die Menschen dienen. Halleluja, dass wir in der Wahrheit die Liebe weitergeben. Dass wir in der Wahrheit die Liebe tun. Nicht nur Wörter. Glaubst du, ich bin ein, der Herr hat mich also berufen, dass ich also ein Prophetesse, Prophetin. Dein ganzes Leben wartest du nur auf irgendwelche Treffen, wo die Christen sich treffen und dann fängst du an, so spricht der Herr, so spricht der Herr. So, also das ist dein Leben. Nur warten, dass du irgendwas also weiß sagt oder keine Ahnung. Unser Herr Joshua Mashiach wird uns also
Zurück zum Wort. Er sagt zurück zum Wort, zurück zum das Wichtigste. Halleluja. Ihr könnt euch also überhaupt nicht vorstellen, also wie mein Herz also voll Liebe und oh, als wir in Kongo waren, also wie wir diese Witwe also besucht hatten, wie Gemeinschaft also mit den Frauen hatten und so. Es war so wunderbar, es war so herrlich. Die Bibel sagt, es tut gut, etwas gut zu tun. Lieber Geschwister, es gibt da Leute, kaufen BMW, so viel Auto. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Nein, 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 versteht mich nicht falsch. Wer was hat, der darf tun, was er will. Also, okay. Aber das Wichtigste, was sollen wir tun? Wer zwei Unterkleider hat, gebe dem ab, der keins hat. Und wer Speise hat, tu ebenso. Ich lese mal so ein letzter Vers, also in Jakobus, in Jakobus Kapitel 1, also Vers 27, das ist dieser Vers, da steht, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst, das heißt also unser Gott dienen. Gottesdienst, also nicht am Sonntag in die Kirche gehen, nicht in der Versammlung, also keine Ahnung gehen. Nein, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Waisen und Witwen in ihre Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Puh. Ich glaube, ich ende hier. Joshua, du bist wunderbar. Du bist so wunderbar. Ich wollte euch also uns alle sagen, dass Joshua Mashiach, er ist für uns gestorben, damit wir sein Werk tun können. Wenn wir beten, wenn wir in der Beziehung also mit ihm bleiben, bekommen wir die Kraft, sein Wort weiterzugeben, sein Wort zu tun. Glaubst du also, dem Herrn dienen ist nur predigen? Ja? Dem Herrn dienen ist auch, wenn du siehst, also jemand, es fehlt ihm was, mangelt etwas, und du hilfst dieser Person, das ist auch dem Herrn dienen. ich werde von dem, der Herr tut etwas in mir. Das nennt man auch Metanoia. Änderung der Gesinnung. Also ich selber werde ich auch in meinen Kopf, in meine Gesinnung verändert. Es ist unglaublich zu sehen, also dass uns hier so gut geht. Wahnsinn! Wahnsinn, lieber Geschwister. Wahnsinn. Und unser Herr Joshua Mashiach freut sich, wenn wir ihn danken. Danken für was wir haben. Danken für wo wir schlafen. Danken für Arbeit. Danken, 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 danken für alles, was er uns gibt. Wisst ihr überhaupt, alles, was wir da haben, kommt vom Herrn. Joshua Mashiach, gib uns das. Aus Gnade, wir haben das überhaupt nicht verdient, sogar zu leben. Gnade. Einige Leute sind gestern gestorben, heute gestorben, aber du bist da, du lebst. Was willst du mit deinem Leben tun? Was willst du? Glaubst du, du bist also auf dieser Erde nur, ja, weil du schön bist, keine Ahnung? Joshua. Oh, Herr, ich danke dir für dein Wort. Joshua Mashiach, danke für diesen Moment. Und ich bete für meine Geschwister, die diese Predigt hören, dass wir alle Buße tun.
dass wir umkehren. Umkehren. Gehen, dass wir zum Herrn gehen. Zurück zum Wort. Heißt einfach zurück zu Jehoshua Maschir. Der Herr segne uns alle im Namen Jehoshua Maschir. Amen.